Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute zwei gute Gründe, über das BAföG und vor allem über seine Weiterentwicklung zu diskutieren. Zum einen feiert das BAföG in diesem Jahr seinen 45-jährigen Geburtstag. 1971 wurde es von der Regierung Brandt auf den Weg gebracht. Und das alles, ja genau, das sollte für uns alle natürlich Anlass sein, nochmal über dieses sehr gute Instrument für Bildungsgerechtigkeit und sozialen Ausgleich nachzudenken. Ja, genau, da kann man klatschen. Sie eigentlich auch. Aber der zweite Grund, warum DIE LINKE heute dieses Thema in den Bundestag eingebracht hat, ist, dass wir leider ganz und gar nicht zufrieden sein können mit dem aktuellen Zustand des BAföG. Und schon gar nicht damit, wie die Große Koalition das Thema BAföG abhandelt und jetzt meint, es für den Rest der Wahlperiode außen vor lassen zu können. Das wird weder den Studierenden heute noch dem ursprünglichen Anspruch des BAföG-Gesetzes gerecht. Das muss dringend korrigiert werden. Die Linke fordert, das BAföG endlich an die Lebensrealität anzupassen. Wir möchten eine substanzielle BAföG-Erhöhung, eine Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge um 10% anstelle der 7%, um so mehr junge Menschen zu erreichen, um mehr Menschen aus finanziell schwachen Familien an die Hochschulen zu bringen und um das BAföG vor allem auch so auszugestalten, dass man davon eben auch wirklich leben und studieren kann. Was wir hier aber seit einigen Jahren erleben, ist stattdessen, und das muss man auch so dramatisch tatsächlich ausdrücken, ist stattdessen das langsame Verkümmernlassen des BAföG. Denn zum einen erreicht das BAföG heute zu wenige. Legt man den Monatsdurchschnitt zugrunde, dann wurden im letzten Jahr gerade noch 15% der Studierenden überhaupt mit dem BAföG gefördert. Und zum Zweiten ist das BAföG heute weit davon entfernt, bedarfsdeckend zu sein. Es ist sogar, wenn man alle Leistungen zusammenrechnet, deutlich weniger als die aktuellen Hartz-IV-Bezüge. Und deswegen ist es auch ziemlich unangebracht, wenn die Union dann die aktuelle BAföG-Reform angesichts solcher Zahlen, als, ich glaube, ich zitiere den Kollegen Rupprecht, wenn die Union dann die BAföG-Reform als größte BAföG-Reform aller Zeiten bezeichnet. Das ist nicht nur eine ziemliche sprachliche Verirrung, wenn ich Sie darauf hinweisen darf, sondern das ist auch eine gehörige Portion Realitätsverweigerung. Das, wofür Sie sich hier selbst loben, was Sie als großen Wurf bezeichnen, basiert auf dem jahrelangen Unterlassen von Reformen. Es basiert darauf, dass das BAföG seit Jahren entsetzlich unterdimensioniert ist. Und dafür sind Sie verantwortlich. Über Jahre hinweg haben die BAföG-Erhöhungen noch nicht mal die inflationsbedingte Preisentwicklung ausgeglichen. Über Jahre hinweg sind durch die nicht erfolgte Anpassung der Freibeträge Zehntausende aus der Förderung rausgefallen. Das ist die Situation. Und da bleibt von Ihrem Eigenlob wirklich nicht mehr sehr viel mehr übrig als Augenwischerei. Und Fakt ist auch, die Große Koalition hat viele der strukturellen Fragen im BAföG wieder gar nicht angefasst. Wieder ist Ihnen nicht eingefallen, endlich das Verschuldungsrisiko für junge Menschen, also den Darlehensteil, abzuschaffen, obwohl Sie selber ganz genau wissen, dass sehr viele der Hochschulabsolventinnen und Absolventen mit Schulden aus der Studienfinanzierung ins Berufsleben starten müssen. Wieder haben Sie es versäumt, die Altersgrenzen im BAföG aufzuheben und es endlich anzupassen an die Realität der Bildungsbiografien von heute. Ja, heutzutage ist es eben so, dass ein Masterstudium auch mal mit über 35 Jahren begonnen wird. Wieder haben Sie es unterlassen, das BAföG mit einer automatischen Anpassung an die Entwicklung der Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten zu versehen, um den Studierenden damit endlich mal die jahrelangen Hängepartien um BAföG-Erhöhungen zu ersparen und um es fairerweise einfach so zu gestalten, wie auch die Diäten von uns Bundestagsabgeordneten, die steigen nämlich schon automatisch. Und immer noch müssen Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis und geduldete Geflüchtete über ein Jahr, nämlich ganze 15 Monate, warten, bis sie überhaupt BAföG beziehen können. Und wieder haben sie die Wohnkostenpauschale nicht so gestaltet, dass man als Student oder Studentin davon auch tatsächlich ein WG-Zimmer bezahlen kann. Erst Ende September wurden ja die neuen Zahlen veröffentlicht. 349 Euro kostet im Schnitt mittlerweile ein WG-Zimmer. Das sind 100 Euro mehr als die Wohnkostenpauschale im BAföG, und zwar nach der jetzigen Erhöhung. Und da rede ich noch gar nicht von der Miete in Städten wie in meiner Heimatstadt München. Und da muss ich auch kein Rechenkünstler sein, um zu sehen, dass diese Regierung da zu wenig tut. Und das, was Sie dann wirklich in Ihrer Reform machen, also die Erhöhung der Sätze um 7%, das
verzögern sie dann auch noch um 2 Jahre. Und damit haben sie eben in Kauf genommen, dass Zehntausende junge Menschen durch das verzögerte Inkrafttreten erstmal aus der Förderung rausgefallen sind. Und sie nehmen damit in Kauf, dass die Erhöhung dann wieder nicht Schritt hält mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Und deswegen sagen wir als Linke auch, das hier ist nicht die größte Reform aller Zeiten. Das hier ist vor allem mal eine ziemlich große Verschleppung. Deshalb tun Sie den Studierenden und der Idee des BAföG etwas Gutes. Erhöhen Sie jetzt die Bedarfssätze und Freibeträge um 10% und passen Sie die Wohnkostenpauschale an die tatsächlichen Mietpreise an. Das ist dann zwar noch nicht die Strukturreform, die wir auch brauchen, aber es wäre ein erster Schritt und ein Zeichen, dass Sie das BAföG wirklich wieder zu einem Instrument der Bildungsgerechtigkeit machen wollen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU spricht jetzt der Kollege Dr. Stefan Kaufmann.